Gert? Gengi! Hallo, zu unserer nächsten Serie fürs Home-Training, was wir zu Hause nutzen können, was wir alleine trainieren können und so weiter. Wenn ihr habt, so einen kurzen Stock oder irgendwas, weil wir dazwischen immer ein paar Fitnessübungen integrieren werden, freue mich natürlich, wenn ihr euch wieder live direkt seht, aber so ist es eine gute Überbrückung, dass ihr für zu Hause immer was zum Trainieren habt. Das Ganze wird dann direkt auf YouTube hochgeladen und natürlich habt ihr unter www.video-dojo.com habt ihr eine ganze Menge, über 1000 Videos schon, wo ihr die ganzen Lehrvideos drauf habt. Okay, lasst uns starten. Wir werden heute wieder ein bisschen ein gemischtes Programm durchmachen, was man eben alleine machen kann. Gut, noch einmal. Gute Anschnatmung. Schaut, dass die Finger ganz spreizt. 5 bis 8 Sekunden einatmen, einatmen. Absinken Körper. Halten und ausatmen mit fester Körperspannung, als ob ihr was wegschiebt. Okay. Bis circa auf Augenhöhe, dann entspannen, wieder einatmen. Und Hände hoch, schön locker auslockern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und tief, hoch, tief, hoch, tief. Und locker laufen und stark, schönes Aufwärmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, das ist ja so, Ilio, Jodl, Abio, Schulterkreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Hand, du, se, ne. Dazo, Yoso, Igo, Yodo, Aho, Yodo, Tana, Dul, Se, Ne, Dazo, Yoso, Igo, Yodo, Aho, Yodo, Tana, Dul, Se, Ne, Dazo, Yoso, Igo, Yodo, Aho, Yodo. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tana, Dul, Se, Ne, Dazo, Yoso, Igo, Yodo, Aho, Yodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dul, Se, Ne, Dazo, Yasa, Igo, Yada, Aho, Yul und Kreuzen. 1, 2, 3, 4, Hände hoch, Hanna, Dul, Se, Ne, Dazo, Yasa, Igo, Yada, Aho, Yul, Hanna, Dul, Se und vorne, Seite, vorne, Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dul, Se, Ne, Dazo, Yasa, Igo, Yada, Aho, Yul. Und gehen wir eine Seite vor und Punch. Hanna, Dul, Se, Ne, Dazo, Yasa, Igo, Yada, Aho, Yul. Hanna, Dul, Se, Ne,
Das, Yas, Igor, Jan, Aho, Jolo Wechsel, Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jan, Aho, Jol, Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jan, Aho, Jol, und 1, 2, Wechsel, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jan, Aho, Jol, und Seite, vor, Wechsel, vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jan, Aho, Jol, gut, locker, skippen ein bisschen in Kreis, locker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dull, Set, Ne, und Wechsel, und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jan, Aho, Jol, Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Jan, gut, locker, und die Füße zusammen, Kniekreisen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, öffnen. Hanna, Dull, Set, Ne, Wechsel. Das, Yas, Igor, Jadul. Und Side Stretch. Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, switch. Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul. Und Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leichte Grätsche, Rücken gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul. Gut, locker auslockern. Und gehen wir diagonal nach vor. Linke Fuß, rechte Hand. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, und Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Hanna, Dull, gut, großer Schritt zur Seite und Stretch, Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, Aho, Jol, Hanna, Dull, Set, Ne, und wechsel die andere Seite. Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, Aho, Jol. Gut, Ellbogen drückt seitlich raus, Fersen bleiben beide am Boden. Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, Aho, Jol. Und wechsel. Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, Aho, Jol. Gut, wir setzen uns runter, lassen wir die Fersen beide schön am Boden. Und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, Aho, Jol. Okay. Und wechsel. Und Hanna, Dull, Set, Ne, Das, Yas, Igor, Jadul, Aho, Jol. Gut, locker auslockern. Gehen wir so her, ganz locker hier, Hände, gehen wir so runter. Schauen wir, dass wir hier ein bisschen die Balance halten. Hier ab und wir gehen hier ran, seht ihr, Hanna, Dull, Set, Ne, Das. Gut, wenn wir schaffen, hier probieren wir ein bisschen mit hier rauf zu gehen. Das heißt hier aus der Position. Gut, locker auslockern, Hände auslockern, Füße auslockern. Das ist kein Muss am Schluss, aber es hilft euch ein bisschen in der Balance. Okay? 2, 3, 4, 5. Jetzt gehen wir immer Vorseite, Vorseite. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Wichtig ist, Hand,
Hand, Fuß in der Koordination und der Kopf schaut schnell mit. Okay? Und jetzt bleiben wir so, gehen wir die Hände hier rauf, auf Kommando, das heißt wieder 1, 2 und wir schauen ganz schnell wieder nach vorne. Und Hand, 1, 2 und durch, 1, 2 und 7, 1, 2 und jetzt probieren wir es hier in der ganzen Drehung. Das heißt hier, ja, hepp, wieder nicht zu hoch springen, ja, hepp, dafür dann nachschauen, hier, papp, dass ihr relativ, hepp, schnell in der Drehung seid. Gut, locker aus, locker. 2, 3, 4, 5. Und wir gehen tief. Wir ziehen die Socken hoch, gehen die Füße zusammen und gehen links, rechts. Kopf schaut zur anderen Seite. Hanna. Dul. Se. Ne. Da so. Jasa. Igo. Jade. Aho. Jul. Hanna. Dul. Se. Ne. Und wir kicken drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Wir greifen unsere Unterschenkel. Wir machen uns ganz rund, ganz klein und rollen. 1, hoch. 2, hoch. 3, hoch. 4, hoch. Und jetzt probieren wir hier immer etwas hier diagonal ran und wechseln. Die andere Seite. Ab und 1, stoppt, 2, stoppt, 3, zack, 4, hepp. Und dann könnt ihr schön sauber hier unten durchgehen. Ab. Können wir so bleiben. Hier ganz gerade hinknien. Nehmen wir eine Seite und wir ziehen hier nur leicht hoch, sodass ihr wirklich die ganze Seite ein bisschen mitdehnt. Ab, schön, passt. 9, 8, 6 und wechseln. Gut, und jetzt gehen wir so, nehmen wir unser Handgelenk hier, wie ein Westlock hier und wir gehen immer nach vorne. Hier, Druck ist hier mit dem Daumen auf der Außenseite, Hinterseite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt drehen wir wieder S-Hebel. Ja, das heißt, hier Daumen ist auf der Oberseite und wir können hier nach hinten leicht unten kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, so. Und jetzt gehen wir eine Seite nach vorne und wir stretchen hier rein, Hüfte schon reinlegen. Hanna, dul, se, ne, da so, ja so, ido, ja dul, ahop, jul. Und wechseln. Und andere Seite, Hanna, dul, se, ne, da so, ja so, ido, ja dul, ahop, jul. Gut. Und wieder so, ja, hier auf die Innenseite, hier ziehen am Fuß ganz ran und greifen vorne zu, schauen, dass wir hier schon unten bleiben und hier können wir uns ein bisschen randehnen und ganz, ganz leicht hin und her gehen, wenn ihr wollt. Und Hanna, Dul, Se, Ne, Da, So, Ja, So, Igo, Ja, Dul, Ahop, Jul. Und Fußwechsel in die andere Seite. Schön Fuß, schön ranziehen, dranbleiben und Hanna, Dul, Se, Ne, Da, So, Ja, So, Igo, Ja, Dul, Ahop, Dul. Gut, jetzt dreimal beide Füße, schreibt mal vorne, okay, und lächeln, Hanna, Dul, Se,
schau, nehmen wir mal das Bein immer ans unten hin und wir wechseln. Okay? Und immer schon rein. Eins, wechseln. Zwei, wechseln. Drei, wechseln. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, locker auslockern. Zack, hier, gut. Und wir gehen hier. Leichte Grätsche, Oberkörper schon halten. Hier, zack, zack, bisschen mit reingehen. Schaut, dass er Spannung haltet, Innenseite, Außenseite. Und wir rutschen nochmal ein bisschen nach unten und wir halten, wir lächeln und halten. Hanna, dul, se, ne, dasa, jasa. Und schaut, dass ihr schön halten könnt. Igo, jadul, aub, jul, jul, hanna, jul, dul. Und wir kommen wieder zusammen. Schaut, Füße, bisschen auslockern. Aus Kommando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, hier, erste Übung. Das heißt hier, was wir machen, ist einmal hier, nur ausdrücken, bang. Wir schauen einmal, dass wir hier sammeln. Ja, und dann, pum, dass wir pum, nur schnell pum, hinterher mit reingleiten. Quasi Front, wir schneller Jab, aber wir gehen schon gerade raus. Die zweite Hand bleibt einmal ein bisschen hinten oben. Okay, auf Kommando, schön locker, auf Kommando. Und, ha! Dul, se, ne, dasa, jasa, igo, jade, a, jol. Wichtig ist, dass ihr wieder schnell zurückzieht, dass ihr wirklich einen richtigen Snap, bang, sofort wieder ready seid für die andere Seite. Okay? Und bereit, hier, und locker. Hana, dul, se, ne, dasa. Jasa, Iga, Jade, A, Jul. Wichtig ist auch, dass ihr nicht anzeigt. Ja? Das heißt, dass ihr gleich direkt losschlägt, ohne zu zeigen, dass ihr dran seid. Wir gehen jetzt auch hier aus der Parallelstellung zuerst hier. Das heißt, hier gleiten, hier wird tun. Wie eine runde Bewegung was annehmen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hier von außen nach innen. Gleiten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Und das heißt hier, jetzt hier, wir gleiten immer nur hier mit rein. 1, 2 und die zweite Hand nehmen wir wieder rauf. Das heißt, hier kann man hier was weggleiten. Hier 1, 2. 1, 2. Das ist eine leichte Bewegung. Ab, ab. Ich kann hier, seht ihr schon? Hier, das heißt, ich kann hier leicht nach hinten gleiten. Hier stoße ich mir auf und hier kann ich direkt wieder vor. Gibt es verschiedene Höhen, das spielt eigentlich keine Rolle, hier ab und ich gehe hier mit nach vor. Sitzt bereit und eins, zack, einmal nur das Gefühl kriegen, schön in die Gerade raus, Hüfte dreht mit rein, seht ihr, hier, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Sag ganz kurz, ja, bam, bam, kurz, bam, bam, ja. Und noch einmal. Und 1, 2. Und Hanna. Dul. Se. Ne. Dasa. Jasa. Igo. Jade. A. Jul. Und Seitenwechsel. Andere Seite vor. Wieder gleiche Bewegung. Hier. 1, 2. 1, 2. 1 könnt ihr Faust sein. Kann offen sein, das spielt eigentlich keine Rolle. One, two. Und one, two. Und Hanna. Dul. Se. Ne. Dasa. Jasa. Iga. Und schön die Hüfte mit reindrehen. Jade. Aho. Jul. Gut. Locker auslockern. Wieder hin. Füße locker auslockern. Zack. Gut, jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir machen zwei Bewegungen. Das heißt hier 1, 2. Als ob ich hier nach unten, seht ihr? Das heißt hier 1, 2, 3, 4. Das ist nur kurz. Das heißt, ist nicht nur wie ein Catch, das heißt, dass ich nur eine heiße Bewegung mache, sondern ich möchte schon bewusst ein bisschen was umleiten. Okay? Das heißt hier aus der Bewegung, hier
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Seht ihr? Wam, pam, pam. Wegnehmen, wegnehmen, eins, zwei. Wegnehmen, wegnehmen, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Und das so, bam, bam, bam. So der schnelle, bam, bam, bam. Schnelle, wam, wam. Merkt ihr, schnelle Bewegung in einer Bewegung dann werden hier, dass ihr dann einen Flow reinkriegt und dann mit vor attackieren könnt. Wobei aber ganz wichtig ist, das heißt, ich würde die Kraft zuerst annehmen. Ich block das nicht hart, sondern seht ihr hier, 1, 2. Ich gehe mal hier, 1, 2, gleite und die Hand kann schon kommen. Gleitet, gleitet, 1, 2. Gleitet, gleitet, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wir entspannen. Gut, dann schauen wir gleich mal, dass wir eine kleine Runde nach unten gehen. Okay. Wir probieren nochmal ein paar Liegestütze hier, Schulterbreite, schön Ellbogen eng am Körper lassen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Gut. Da holen wir gleich für die Bauchmuskeln ein bisschen was dazu zu nehmen. Ja, das heißt hier, erste Übung ist eigentlich ganz easy. Das heißt, wir greifen unsere Unterschenkel. Hier, wir rollen hoch. Wir sollen das ausbalancieren. Seht ihr? Hier, hep, hochrollen, ausbalancieren. Schön eng bleiben. Also nicht so vorne, sondern hier eng gehalten. Ja. Eng gehalten, halb Füße vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seht ihr, damit ihr aufpasst auch weiterhin. Haben wir jetzt eine mehr dazu genommen. Gut, schön entspannen. Ah. So, jetzt gehen wir wieder hier. Basic Movements. Das heißt hier, wir starten hier aus der Position. Hier, wir schieben hier das Knie ran. Hier. Und pushen hier mit nach vorne. Das heißt hier, Hüfte kommt, seht ihr? Bang. Bang. Ja, und das schwingt dann hier mit nach vorne. Ja, und aus der Position können wir hier schön locker mit nach vorne kicken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die längste Reichweite, wenn ihr Schuhe anhabt oder eure Zehen schon stark genug sind, ist natürlich hier, wenn die Zehen, ja, pum, seht ihr, wenn die Zehen nach vorne piercen. Wenn ihr es schafft, könnt ihr den zweiten Zehen, also den zweiten Zehen über den ersten drüber, dann habt ihr hier mehr Druck nach vor. Ja, das heißt, ihr könnt es hier üben, indem ihr immer hier zieht, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, seht ihr? Und dann könnt ihr hier nach vorne mit piercen. Okay, dann habt ihr mit den Ballen, ja, wie wenn ihr auf Zehenspitzen steht, dass ihr mit den Ballen vorstoßt und ihr könnt es natürlich mit der Ferse, das ist wie ihr wollt. Aber jetzt schauen wir, dass wir schön relativ weit nach vorne piercen. Okay, auf Kommando, lassen wir mal die Hände oben. Das heißt, normalerweise kann sie hier den Schwung mitnehmen. Wir lassen die Hände oben. Hier, Kick und bleiben. Auf Kommando und Hanna. Dull. Sepp. Ne. Und die Hüfte mit vornehmen. Da so. Ja so. Igo. Ja, du. Aho. Jull.
Fußwechsel. Oh. Herner. Dull. Set. Net. Das. Jasa. Igel. Jadel. Ahob. Jul. Gut, das ist ein Frontkick oder Abchagi, was für uns immer einer der wichtigen Kicks ist in der ganzen Position. Gut, das nächste, was wir machen, ist sogenannter Sidekick. Beim Sidekick schauen wir in der ersten Version. Das heißt, wir schauen, dass wir in einer Linie sind. Und für uns ist das das Wichtigste, dass die Ferse ganz durchdreht. Dass ihr hier beim Kick, seht ihr, dass ihr das Standbein schön durchdreht. Ansonsten habt ihr nämlich, ist der Kick ganz was anderes. Ihr sollt aber euer Standbein mitdrehen. Das heißt, hier aus der Position, das Knie kommt ran und dann schrauben wir unser Standbein hier ganz durch. Wenn ihr da schaut, hier, Knie zieht ran, hier, seht ihr, und Standbein dreht durch. Und das ist wichtig, weil ihr da dran, ja, papp, Standbein dreht. Okay, auf Kommando schauen wir, dass wir hier gemütlich von hinten einmal ziehen und in der Basis und Hanna. Können wir gleich mal wechseln. Dull. Set. Ne. Wichtig ist auch, gerade im Shinmo, dass wir den Oberkörper ein bisschen tief nehmen. Wir können ja mit der Hand am Boden, aber dadurch, dass wir jetzt nicht nur nach oben kicken, sondern eher in die Weite nach vorne, geht der Oberkörper nicht ganz runter. Okay, und das. Yes. Igo. Jade. Auf. Jol. Gut, locker. So, und jetzt gehen wir noch den dritten von den Basiskicks, die fast alle schlagenden, kickenden Systeme beinhalten. Das war jetzt der Jobchagi oder Sidekick. Hier gibt es verschiedene Versionen davon. Und jetzt gehen wir in den Dolechagi. Roundhouse Kick gibt es auch verschiedene Versionen. Die erste Version, was wir haben, wir ziehen sehr ähnlich wie beim Jobchagi, wie beim Sidekick. Wir können auch wieder das Knie relativ gerade hier ab und dann drehen wir unser Standbein hier mit. Ja, das heißt, hier mitdrehen das Standbein und dann bringen wir den Kick. Bereit? Hände rauf, auf Kommando und Hanna! Dull. Set. Ne. Das. Yes. Igo. Jade. Ah. Jul. Das müssen wir denken. Das ist jetzt Basis. Das ist quasi hier locker bis zum Warm-up für die Geschichten. Gut, jetzt gehen wir hier locker. Wir probieren das gleich mal ein bisschen zu kombinieren. Okay? Das heißt hier, wir kicken zuerst den Frontkick. Frontkick, seht ihr? Hier. Und dann kicken wir den Roundhouse-Kick hinter, den Sidekick, ja, hinterher, dass wir das ganz locker hier, ja, pum, in einem Flow mit reinbringen. Da ist immer das Wichtige, dass euer Standbein gut mitdreht, damit ihr da überhaupt die Drehung gut schaffen könnt, dass ihr den Winkel vom Sidekick gut reinkriegt. Okay? Der soll immer noch nach vorne stoßen können. Okay? Seid ihr bereit? Auf Kommando, hinten ziehen wir, ja, und Hanna. Dull. Set. Ne. Das. Yes. Igo. Jade. Aho. Jul. Und dann können wir wieder stabil stehen. Das gleiche probieren wir jetzt hier. Jetzt auch noch ein bisschen anders, das heißt, wir arbeiten nicht direkt mit dem Frontkick,
sondern aus den Basiskicks Nummer 2 sollen wir ein bisschen mehr Drehung in der Hüfte mit drinnen und dann verwenden wir den Jobjaggy. Nummer 2 aus der, gehen wir zuerst Nummer 1, dann Nummer 2 und dann kombinieren wir das. Okay? Nummer 1, damit es nicht verwirrt, hier Schritt nach vor, wir öffnen hier, wir kicken hier nach vor, pam, und wir schauen, dass wir hier schnell wieder zurückziehen. Wir wollen aber eine gewisse Reichweite hier mit reinbringen. Ihr versucht es mit der Unterseite hier zu treffen, mit der Kante oder mit der Ferse, je nachdem. Meistens habt ihr Schuhe an, Richtung Schienbein oder Innenbein vom Schienbein. San Yin Chao, Punkt, also Nierenpunkt. Gut, aus der Parallelstellung. Diesmal gehen wir einen Schritt nach vor. Die Hände dürfen ein bisschen mit abwehren. Hier, Kick, wieder zurück. Kick, wieder zurück. Oberkörper darf ein bisschen zurückgehen. Ja, one, kick. Von hinten schön den Schwung mit nach vorne nehmen. Auf Kommando. Und dann ziehen wir aber schnell wieder zurück. Okay, und Hanna. Dul. Sep. Ne. Tasa. Yasa. Iga. Yadul. Ahu. Jul. Gut, jetzt gehen wir Nummer 2. Nummer 2 geht etwas schräg raus, das heißt das Knie zieht etwas schräg und pierst nach vorne, als ob ich hier schräg nach vorne stechst, pierst, kann tief sein, kann höher sein, spielt keine Rolle. Original geht man meistens Richtung Niere. Kann auch an der Innenseite Schönheitpunkte, also Milzmeridian und so weiter sein. Okay? Und wir probieren hier aus der Parallelstellung wieder Schritt nach vor, kicken wir Nummer 2 und dann werden wir das gleich in der Kombination mit einem Dolio Jaggy oder Roundhouse Kick machen. Gut, auf Kommando und Schritt vor, Hanna. Dul. Se. Ne. Wichtig, Kick, zurück, ab. Kick, zurück, ab. Vier Phasen. Knie ziehen, Kick, zurück, ab. Okay? Das heißt hier, eins, ab. Zwei, ab. Drei, ab. Vier, ab. Fünf, ab. Sechs, relax. Gut. Und das Ganze probieren wir jetzt da hier in der Kombination zu starten. Das heißt hier, wir probieren es zuerst auf der gleichen. Machen wir zuerst hier links eine Seite, rechts der andere Kick und dann machen wir mit dem gleichen Bein das in der Kombination. Das heißt hier, wir stehen hier vorne, wir kommen hier erster Kick, hier ist der zweite Kick. Wir könnten hier folgen mit einer Rückhand. Warum entschuldige? Ja, das heißt hier, hier erster Kick, hier zweiter Kick, hier könnte folgen, muss aber nicht. Könnte auch wieder sein, dass sie hier Backkick, Frontkick und so weiter. Okay, gut, wir entspannen wieder. Zack, und auf Kommando und Hanna. Eins, zwei, von mir aus drei. Und durch. Eins, zwei, drei. Gut. Und set. One, two, three. Und ne. One, two, three. Das. One, two, three. Yes. One, two, three. Eagle. One, two, three. Yadu. One, two, three. Out. One, two, three. Und Jul. Und Zacki. Zacki. Position. Super Watts. Gut. So. Und jetzt starten wir das gleiche mit dem gleichen Bein. Das heißt hier, wir kicken Nummer 2 nach vor. Hier. Eins. Wir drehen um und kicken dann mit dem gleichen Bein den Roundhouse Kick oder Dolio Jaggy hinterher. Das sieht dann so aus, dass ich hier 1, 2, seht ihr, wie aus der Banane
One, two. Da ist ganz wichtig, dass ihr gut dreht. Ja? One, two. Und drehen. Dull. One, two. Und drehen. Und drehen. So. Und drehen. Und. Zack. Da habt ihr eine gute Möglichkeit. Müsst ihr mal ausprobieren. In der Anwendung. Die meisten wollen dann hier blocken und öffnen dann die andere Seite. Gut. Wir gehen wieder ein bisschen tief. Das heißt hier, wir gehen Diamantliegestütz. Wir schauen, dass wir hier das ganz eng halten. Ab, absinken und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lächeln. 1. Sehr gut. Locker auslockern. So. Und jetzt nehmen wir den Stock ab. Wir schauen gleich, dass wir mit dem Stock, das heißt hier 1, 2, wie wenn ihr links und rechts schlagen würdet, wir schauen gleich, dass wir mit dem Stock auch Schläge dazu bauen. Das heißt hier, wir gehen hier hoch, hier 1, 2, wir wechseln andere Seite. Und 1, 2 und lächeln. 3. Und schön hochrollen, nicht hochreißen. Und kommt. Und probieren wir hier jetzt noch 30 Sekunden. Durchbeißen. Schaut, dass euer Handgelenk schön gerade bleibt. Gut, super. Zack. Und jetzt können wir hier öffnen. Wir können hier auf den Stock wieder auf die Seite gehen. Ein bisschen in Sicherheit. Gut, jetzt haben wir hier einiges Kicks gemacht, wo wir ein bisschen locker die Hüfte drehen müssen. Jetzt schauen wir, dass wir hier locker in der Kombination nochmal hergehen. Das heißt hier, wir schauen, dass wir vom leicht runde Kicks machen. Zack. Das heißt, das erste, wir ziehen hier ca. 45 Grad hier von außen nach innen. Wir stellen uns vor, die Schaufel vom Bein geht wie so eine Ohrfeige hier nach innen und wischt dann durch. Das heißt, hier, bin hier, gehe hier einen Schritt nach vorne, hier öffne ein bisschen die Hüfte, Fuß zieht dran, ja, und jetzt wische hier mit rein, ja, hep. Standbein darf ein bisschen mitgehen, dass die Hüfte auch immer dabei ist. Okay, Basiskick Nummer 5. Für die, die es nicht wissen, Nummer 3 haben wir hier, wenn wir hier rausgehen, hier von außen nach innen, zack, ja, zack, von außen nach innen, wo wir die Ferse kicken. Die nächste ist eigentlich, was wir vorher gemacht haben, nur ziehen wir nach oben und kicken nach vorne rein, zack, ja, schön hochziehen, ist wie eine Täuschung, ja, hochziehen und runter und schön weit mit rein. Und das nächste, was wir machen, ist jetzt dieser Wischerkick, wo wir von außen nach innen kicken. Schaut, dass die Schaufel wirklich hier reingedreht ist, wie eine Ohrfeige. Ready, go. Und Hanna. Dull. Se. Ne. Das. Ja. Igo. Jad. Ah. Jod. Gut, so. Ab. Und jetzt probieren wir hier. Wir werden da wieder ein bisschen was mit kombinieren. Das heißt hier, wir schauen hier, dass wir aus der Position hier ein Fuß steht vorn. Wir drehen ein bisschen hier mit ein. Das heißt hier, wenn wir hier ein bisschen über die Mitte gehen, hier drehen wir ein, hier schauen wir durch, ja, hier durch und dann kicken wir hier quasi unseren Backkick. Ist eigentlich one, two, nichts anderes, als wenn ich hier schön
mit rauskommt, okay? Und das probieren wir jetzt einmal ohne Kick. Ja, das heißt hier, wir brauchen jetzt auch keinen Punch dazu. Das heißt hier, wir steigen hier leicht ein und Kick und Wechsel. Seht ihr? Ein, Kick und Wechsel. Dreh, Kick und Wechsel. Dreh, Kick und Wechsel. Dreht, Fang! Normal schießt ihr hier richtig mit rein, dass ihr wirklich eine Distanz überbrücken könnt, dass ihr schön rausschießt. So, hep. Und da könnt ihr hier gut mit reingehen. Und jetzt werden wir das Ganze hier ein bisschen in der Kombination mitschürfen. Das heißt, hier wir kicken Nummer 5 aus der Basis. Das heißt, wir können jetzt schon eine Seite vorne stellen. Hände lassen wir da. Knie zieht, hier, wir wischen, Ferse ab, Kick und ihr könnt wieder hier bereit sein. Okay, und Hanna, 1, 2 und wieder stabil absetzen. Und set, 1, 2 und absetzen. Und das, 1, 2 und Yasa, 1, 2. Und Ego. 1, 2. Und Kopf immer mitschauen. Und Yada. Und up. Bang. Und Jul. Ziehen. Ziehen. Gehen. Und danach könnt ihr wieder gut weiterhalten. So. Das nächste, was wir jetzt machen, ist ein bisschen in der Schrittarbeit. Okay? Das heißt hier ab, wir schauen, wir stellen uns vor, Basistechnik Nummer 4. Okay? In der Basistechnik Nummer 4 schauen wir, dass wir mit einem Fuß ein bisschen nach vorne gehen. Hier, erster Schritt, zweiter Schritt, drehen und jetzt könnt ihr noch einen dritten Schritt machen. Okay? Aber im Großen und Ganzen, zwei Schritte sind wichtig. Das heißt hier 1, 2, 3. Das ist das Wichtige. Okay? Wir gehen hier nach außen. Ja? Wieder aus der Bewegung. Das heißt hier, erster Schritt. Die Hand nehmen wir hier mit. Zweite Hand greift gleichzeitig. Hier 1, 2. Drehen. Ellbogenschlag. Und jetzt könnt ihr noch einen kleinen Schritt mit nach vorne reinmachen. Okay? Das heißt hier, wenn ihr da seid, hier. Erster Schritt. 1. Das heißt, ich greife hier am Handrest. Ja? Schritt nach vorne auf die Höhe von seinem Bein. Ja, 1. Jetzt hier 1, 2, drehen, Ellbogen, Hand geht über den Körper, hier an die Hüfte, Schritt mit nach vor und hier kann ich den Hebel vollenden. Okay? Also noch einmal. Das heißt hier 1, 2, 3 und Schritt nach vorne. Da ist immer ganz wichtig, hier zack mitzugehen. Ja? Schritt nach vor, Schritt nach vor, zweiter Schritt, Hand befreien, drehen. Und jetzt kann ich mit reingehen. Ihr könnt es auch, manche tun sie leichter, wenn man hier nach vorne steigt, hier fast im Pferdestand, hier Drehung, hier wie Cat Stand, seht ihr, hier, und jetzt komme ich hier wieder mit nach vorne. Okay, so habt ihr die Möglichkeit, aha, erster Schritt, wie Bogen, zweiter Schritt, hier wie Pferd, dritter Schritt und rein. Okay, also noch einmal, das heißt hier, 1, 2, 3, 4. Okay? Und noch einmal. Und 1, 2, 3, 4. Ja? Ganz wichtig. Okay, andere Seite. Das heißt hier nach vorne gehen. Hier ab. Hier seid ihr dran. Seht ihr? Hier könnt ihr reinziehen. Und hier kann ich dann wieder nach vorne heben. Wenn ihr das gleiche in der Abwehr macht, okay? Stellt euch vor, ihr stellt es von mir aus Parallelstellung und ihr kriegt den Angriff. Ihr weicht sie ab, ihr könnt es Underblocking machen, ihr könnt es hier Sword Block. Ja, das heißt hier, dass ihr hier mit rausgeht, hier 1 übernehmt, wieder Schritt durch, Ellbogen, Hebel rein. Okay, das heißt hier aus der Bewegung, hier ab, hier übernehmen, Schritt, hier Ellbogen und rein. Ja, so habt ihr relativ leicht die Übung. Ja, noch einmal, jetzt von der Seite, hier, das heißt hier ausweichen, hier nehme ich das Ganze mit, hier kann ich mit Ellbogen gehen und dann habe ich da die Möglichkeit, hier wieder den Hebel zu erzeugen. Gut, locker auslockern. Wir gehen wieder ein bisschen tief, damit wir schauen, dass wir schön
was vorwärts bringen. Gut, wir gehen jetzt so her, aus der Bewegung. Wir gehen hier tief, eins, Fuß durch, zack, eins. Und zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Sehr gut. Und jetzt schnappen wir uns gleich wieder hier den Stock ab. Und wir machen wieder ein bisschen was für die Bauchmuskeln, okay? Das heißt hier, wir gehen diesmal von außen nach innen. Das heißt hier, eins, durch, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, vierzehn, dreizehn, zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Bis sie spielen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier was zu trainieren. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir Basiskick Nummer 6. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, Frontkick, Sidekick, also Upchuggy, Dropchuggy, Dolichuggy und von den Basiskicks haben wir gesehen, hier 1, tief Schienbein, 2, 3, 4, Nummer 5 haben wir gemacht. Nummer 6. Nummer 6 ist umgekehrt wie Nummer 5. Das heißt, es geht über die Innenseite von innen nach außen. Das heißt, hier, wir ziehen hier diagonal ran, schauen, dass wir hier wieder Dreieck, hier waagrecht oben durch und kommen dann wieder runter. Das heißt, hier peitscht, ja, peitscht durch. Peitscht durch, peitscht durch. Okay, das ist auch wichtig, dass ihr das Bein nicht schwingt, weil das meistens zu langsam ist. Zuerst das Knie ziehen, durchpeitschen. Wieder zurück auf eure Ausgangsposition. Seid bereit, ready und Hanna. Eins, Dull, Set, Net, Das, Yas, Iga, Yad, Aho, Jul. Gut, da werden wir auch wieder schauen, hier. Dass wir mit dem Basiskick, dass wir da in einer Kombination gleich weitergehen. Das heißt hier, wir stellen von mir aus wieder eine Seite vorne, wir kicken innen nach außen und folgen dann gleich mit einem Roundhouse Kick hinterher. Okay? Seid ihr bereit? Auf Kommando und Hanna. Ja? Eins, zwei und wieder zurück. Und durch. Eins, zwei und set. Eins, zwei und net. Und das. Und yas. Und Iga. Und Jade. Und Aho. Und Jul. Schum. Gut. Locker auslockern. So. Zack. Jetzt gehen wir so her. Ist natürlich wieder ohne Partner. Sind die Sachen natürlich um einige schwieriger. Aber wenn ihr zuschaut, ja, was ich hoffe, ihr könnt es dann auch im Anschluss an das Video natürlich schreiben in die Kommentare, was ihr zum Beispiel für die nächsten Einheiten gerne haben würdet, beziehungsweise schaut aufs Video durch. Okay, gut, nächste Basistechnik Nummer 5. Das heißt hier, was wir machen, ist einfach das. Das heißt, wir werden wieder an der Außenseite gegriffen. Wir gehen hier nach innen und pushen hier nach vorne. Seht ihr? Das heißt hier wieder Drehung. Eins, zwei. Eins, zwei. Und der Fuß gibt ein bisschen Druck mit nach vorne. Okay? Das ist ganz wichtig. Also hier. Eins, zwei. Und die zweite Hand, die geht jetzt hier von unten. Seht ihr? Hier, die erwischt quasi den Daumen des Angreifers. Mit der anderen Hand rolle über den Handrücken und habe jetzt
die Möglichkeit hier, dass ich hier den Hebel vollende. Okay? Also sogenannter Kipphandhebel, ja, Wristlock. Okay, das heißt hier 1, hier 2 und jetzt kann ich hier mitgehen. Da habe ich die Möglichkeit hier beim Mitgehen, ich kann hier Feger machen oder ich gehe hier überhaupt noch mit rein oder ich stelle hier nur mein Bein hin oder ich gehe hier mit und bringe Feger mit dazu. Okay, probieren wir es einmal schön gemütlich auf Kommando und wir gehen hierher, Position und 1, 2. Und nach innen, nach oben, unten durchgreifen, herumrollen, zack. Und nach innen, nach oben, unten durchgreifen, zack. 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 Schaut, dass die Spirale sehr eng auch am Körper bleibt in der gesamten Geschichte. Okay, hier nach innen, nach oben und durchgreifen, hier greifen, zack. Okay, gut. Und jetzt probieren wir das gleiche hier gegen V-Schlag. Gegen V-Schlag haben wir mehrere Möglichkeiten hier. Aber eine in der Basis, normalerweise würde ich hier von hinten, das heißt, ich lehne ein bisschen Body lower, also ich bringe meinen Körper tief und gehe hier mit rein. Wir bleiben jetzt ein bisschen auf der Außenseite. Das heißt, hier der Angriff kommt, ich streiche das hier ein bisschen nach unten. Seht ihr, was ich mache? Das heißt hier annehmen, streichen nach unten und jetzt gehe hier mit nach vorne. Okay? Das heißt hier noch einmal. Das heißt hier annehmen, streichen nach unten und jetzt kann ich hier mit nach vorne. Das ist ganz wichtig. Eins, das kann er hier relativ schnell. Das heißt, seht ihr meine Hüfte? Das kann sein wie ein V-Schlag, ja, wie ein Cross. Und ihr seid aber hier dran. Hier eins, hier, pfuh. Das ist die schnelle Version. Normalerweise könnt ihr hier noch sauber mit eingehen. Okay, also noch einmal, hier, ihr könnt hier stehen, spielt keine Rolle, ob ihr Seite vorne steht, so, ne? Das heißt hier, wir weichen hier nach hinten aus und jetzt machen wir mal nur die Hüftbewegung. Andere Seite, hier nach hinten ausweichen, hier aufdrehen, zack. Ihr müsst euch immer denken, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ich seinen V-Schlag hier nach unten mitnehme, möchte er noch irgendwo ausweichen. Das heißt, die meisten drücken zurück, das möchte ich nützen und dann gehe ich. Drückt er nicht zurück, habe ich wahrscheinlich eine andere Technik, spielt aber keine Rolle in dem Fall. Okay, seid bereit noch einmal und aus der Parallelstellung und Schritt zurück. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Jetzt mit Schritt. Eins, zwei. Eins, zwei. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Und eins, zwei. Wenn ihr meinen Körper zuschaut, mein Oberkörper, dann macht der Kopf auch immer ein bisschen das. Weil es kann sein, dass der Schlag weiter vorkommt oder hin und her. Und mein Oberkörper hat immer die Möglichkeit, hier nach hinten ein bisschen auszuweichen. Was auch sehr wichtig an der ganzen Sache ist. Gut, jetzt gehen wir hier so locker her aus der Bewegung. Das heißt hier, wir starten hier mal gemütlich. Das heißt hier aus der Position, wir drehen hier. Wir drehen noch nicht komplett bis zum Ziel, weil wir wollen jetzt die Spirale weiterbringen. Das heißt, ich stehe hier in der Position 1, hier ab. Und jetzt kommt dann hier der sogenannte Spinkie, mit dem ich hier, den ich dann hier mit rausbringe. Okay? Und das heißt hier, wir starten jetzt einmal in dem Bereich, in der mittleren Höhe, also nicht zu hoch, ja, mittlerer Höhe, Körper dreht ein bisschen mit, wir stehen hier eine Seite vorn, einmal nur locker hier aus der Position, schaut, dass die Ferse schön waagrecht kommt, auf Kommando, und Hanna, und Dull, und Set, und Net. Und wichtig ist, dass ihr hier, auch wenn ihr hier dreht, ja, bang, dass die Ferse, merkt ihr, dass ihr hier wie fast wie ein Sidekick, dass ihr den Schwung wirklich waagrecht da hier mitbringt. Weil ihr habt halt die Möglichkeit, natürlich kann er hier höher, das spielt eigentlich keine Rolle, aber das muss als Anschlag und die Pause und die Balance im Anschluss. Gut, dann gehen wir gleich noch ein bisschen tief. Das heißt hier aus der Position, wir schnappen uns wieder unseren Stock
Diesmal gehen wir ein bisschen breiter zuerst. Das heißt hier, ab und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, locker auslockern. Zack. Und wir schauen jetzt hier, dass wir den Stock zuerst hier nehmen. Das heißt hier, beide Beine strecken wir. Zack, hier, 1. Wir ziehen ran, ja, ab, strecken. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Richtung 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, herrlich. Und dann können wir gleich weitergehen. So ist hier, das war jetzt leicht verspielt. Und wir schauen jetzt da, dass wir hier liegen. Wir ziehen den Stock seitlich auseinander. Immer auf Zug lassen. Kann ein Handtuch sein, kann er irgendwas anderes sein in der Hand. Okay. Zack, ziehen und wir ziehen ran. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, locker, locker. Zack, so. Nächste Übung hier. Das heißt hier, wir bleiben jetzt nur dran. Hier aus der Position. Wir gehen eine Seite zurück. Hier sitzen ab und probieren 30 Sekunden. Schauen wir, dass wir mal hochgehen. Das Knie schieben wir trotzdem mit nach vorne. Okay, mein Kommando. Und ready, go. Schön tief absinken, dann zurück, unten berühren. Und lächeln. Und gleich haben wir die erste Hüfte. Gut, und dann nehmen wir schon die zweite Fahrt. Schön gerade bleiben vom Oberkörper. Gut. Locker auslockern. Gut. So, als Abschluss gehen wir noch gemütlich hier eine leichte Kombination. Das heißt hier, wir gehen Jab, Cross, Hook, Front Kick. Seitenwechsel. Okay, ready. Und Hanna. 1, 2, 3, kick. Dull. 1, 2, 3, kick. Das. 1, 2, 3, kick. 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 Und finish. Gut. Locker auslockern. Gut, wie schon gesagt, schaut es euch bitte auf YouTube an. Wir haben schon ganz viele Trainingseinheiten, was ihr zu Hause trainieren könnt, wenn ihr nicht ins Training könnt. Das Selbststudium. Wir haben Lehrvideos auf www.video-dojo.com haben wir über 1000 Videos drauf. Schaut euch das an.
nützt es. Ich freue mich natürlich aufs Live-Training. Wir sehen uns. Gerd, Kinje, Kamsam Hamnida, bis zum nächsten Mal.